Mr. DJ Danos. Ciao! Hoi! Nicht, dass du kommst! Ja, danke dir für die Einladung. Du, ich hoffe, das passt dir. Wir haben ein schönes Auto für dich ausgelesen von der Audi Amag Auto G. Mhm. Wir haben einen netten Fahrer, einen netten Kameramann. Hoi! Du, ist das okay? Wir fahren mit dir schnell ins Bellevue und nachher wieder da hoch zum Römerhof, wo wir dich ausladen. Ist das okay für dich? Klar. Du hast eine super schöne Jacke an. Ist das sicher von Emporio Armani, oder? Zeig mal schnell. Nein, die habe ich selber designt. Sag mal, wirklich selber designt? Vor Royal Sunday, das Label gibt es leider nicht mehr. Aber das wie ist... Wie heisst das Design? Das Design, keine Ahnung. Danos-Style. Also, wo kann man denn die kaufen? Nirgends, die gibt es noch einmal. Das ist ein Einzelstück? Ein Einzelstück, genau. Aber dann bist du ja fast langsam ein bisschen so weit wie der DJ Antoine, oder? Nein, nein, ja nicht. Also, was ist das für Material? Keine Ahnung. Leder, nicht mehr mal an. Ja, nein, nein, ich weiß es. Doch, doch. Aber ist das Leder? Ja, ja, klar. Und da hast du die Nachbarkatze vom Nachbarkatze. So in dem Stil. Ich sag mal, ich habe gerade den Postdienst. Genau, mit Sekundenlimit. Aber du, eben Musik, du bist ja dermaßen erfolgreich, oder? Wenn man schaut, weil, ich glaube, es hat noch nie jemand so viele Number One Hits gehabt in den Dance Charts, oder? In den Dance Charts, ja. Das ist du, oder? In der Schweiz, ja. Vor allem bin ich ja der Erste, dort mal 2001, glaube ich. Also es ist vor 16 Jahren? Vor dem Bobo, jawohl. Also vor 16 Jahren bist du eigentlich, was bist du da gewesen? 10, oder? Wäre schön. Also quasi, nicht nur ein Teenager, ein Bübli. Wäre schön. Nein, leider schon aus der Pubertät raus. Wie bist du eigentlich auf das gekommen? Was? Musik machen? Ja. Ich habe mit 7 schon auf Zwang von den Eltern Musik eingespielt, 6 Jahre lang. Und nein, das... Gigaspielen? Du und Gigaspielen? Ist mir gar nicht, gell? Mit dem weissen Hemd und das Abfliegen. So in dem Stil, ja. Aber ich müsste es natürlich nicht. Und ich bin natürlich froh, jetzt auch als musikalischer Background im Studio. Mhm. Ist natürlich cool, wenn du ein klassisches Instrument gespielt hast. Dazu auch noch Keyboard und Schlagzeug in der Schule. Und habe dann mit, so mit 12 wie 13, so wie viele andere DJs eigentlich auch im Jugendhaus bei uns auf dem Landhaus im Dorf im Seuzach angefangen, typische Hip-Hop-Squatch-Battles mitzumachen gegeneinander. Ja, und dann hat er so seine Läufe genommen und dann 1996 erstmal da das Street Parade. Ich habe letztes Jahr das 20-jährige Jubiläum gehabt. 20 Jahre gibt es Street Parade schon. Wir hatten eben gerade vorher Töni Spielmann im Auto gehabt. Und sie hat mir ja verraten, dass sie eine begeisterte Street Parade-Gänger ist und immer auf deinem Love Mobile ist. So ist es, ja. Aber du jetzt mal, weißt du, die meisten, die das nicht so kennen, DJ, Musik machen etc., die meisten haben immer noch das Gefühl, du leihst Platten, sei es aus Szene, sei es aus Musik auf. Oder? Aber wie muss ich das eigentlich vorstellen, wenn ich habe ja vorher gesagt, du legst in den Dance Charts mehrmals Nummer 1 gewesen. Also du produzierst selber eigene Album. Genau, das musst du auch. Und wie, aber muss man sich das vorstellen? Eigentlich bin ich ein Produzent und ein Remixer. Jemand, der selber Musik kreiert, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere. Zusammen mit noch Co-Producers, auch im Ausland und so weiter. Und wichtig, heutzutage, nicht nur so wie früher, aber eigentlich schon immer als DJ-Künstler. Also ich nutze eigentlich nur mein DJing, um meine Musik live präsentieren. Wir haben ja vorher gerade den Florian Ast heute Nachmittag abgeladen. Und er hat ja einige Smash geladen, wie zum Beispiel «Ich will Sex». Also, genau, das ist der Beste. kannst du dir auch vorstellen, oder bist du zum Beispiel schon von ihm angefragt worden, ob du seinen Song würdest remixen und quasi mit einem Dancefloor würdest unterlegen? Nein, würde ich aber sofort machen. Aber von vielen anderen, von seiner Genre, haben wir schon angefragt. Wo ich auch schon remixed habe. Also das ist von Baschi, Blick, alles mögliche. Welches hast du vom Blick remixed? Mehrere. Einmal «Musik in der Schweiz» war es, «Rosalie» habe ich remixed von ihm. Und so weiter und so fort. Ja. Aber schau mal, du weißt ja selber, heutzutage die CD werden fast nicht mehr verkauft. Alles läuft irgendwie über Stream-Ups. Und wo verdienst du am meisten? Quasi bei den Tonträgern? Also, Musik hat leider überhaupt keinen Wert mehr, keine Nachhaltigkeit mehr. Außer du hast irgendwie einen Hit über mehrere Länder, dann geht es natürlich ab. Wie zum Beispiel bei DJ Antoine mit der Welcome to Central B. Es nützt natürlich nichts mehr heutzutage, aber es ist deine Visitenkarte, oder? Ich verteile natürlich meine Musik oder streue sie so weit, wie das schlussendlich meine Visitenkarte ist. Leben heutzutage in der Musikbranche tue ich vor allem vom Sponsoring. Und von Manpower, das heisst mit Auflegen. Ich habe über 200 Auftritte im Jahr und das bringt am Schluss. Also ich muss immer auf der Autobahn, auf der Überholspur Gas geben, damit Cash hier kommt. Sonst läuft nicht. Wer ist dein Hauptsponsor? In der Marke, wo wir gerade drin hocken, Audi, mit Amag Schaffhausen aktuell.
Dann geht es natürlich weiter. Dann geht es wieder mit G-Shock, mit 1213 geht es weiter, über Adidas und so weiter, um Brandlöscher, Appenzeller bei Contiger Energy Drink und so fort. Wie siehst du eigentlich die Zukunft von DJ? Weil DJ sind eigentlich die neuen Rockstars, oder? Mhm. Ich meine, so ein David Guetta, ich weiß nicht, mit dem Auftritt verdient, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Franken, oder? Mhm. Und er ist ja dann meistens auf der Bühne, man sieht ihn gar nicht gross, er legt ein etwas auf, der Rest ist Lichtshow, oder? Ja, also das Licht macht sicher etwa 70% aus, auf so grossen Bühnenshows. Weil, ich meine, sonst hast du eine ganze Band auf der Bühne, da passiert natürlich optisch, akustisch, alles Mögliche. Und am Schluss mit dem DJ allein hast du nur noch einen, so einen DJ-Booth, so eine DJ-Stage, die noch irgendwie 2 Meter lang ist und irgendwie 1 Meter breit. Und alles andere muss dann optisch und natürlich auch abgestimmt sein mit dem Light-DJ. Also der das Licht macht, mit der LED, mit der ganzen Animation eigentlich, das muss natürlich alles abgestimmt sein auf den Sound, den der DJ spielt. Und dann kommt das natürlich, dann wirkt das natürlich wie so ein 3D-Film im Kino, oder? Hast du dir schon mal überlegt, eigentlich mit einem Sänger oder mit einer Sängerin aufzutreten, wo quasi ein... Ja klar, habe ich auch viel gehabt. Also viele Songs von meinen letzten Alben habe ich meistens einen Sänger dabei gehabt, wo wir dann auch immer live performt haben. Oder all die Songs oder die Songs, die gerade in den Charts waren, die wir dann... sind auch also viele Wünsche von der Veranstaltung gewesen, dass wir das auch live performen. Und dann auch so Showcases hermachen, das mache ich natürlich auch. Du, jetzt sind wir schon bereits zum Römerhof, aber es habe ich gleich noch eine Frage. Weißt du, es gibt ja sehr viele DJs, eben zum Beispiel DJ Antoine oder eben ein DJ Guetta, oder wie die alle heißen, die zum Teil extrem abgehoben sind, Millionär geworden sind und ja, ist schon fast ein bisschen unannahbar. Und du bist eigentlich immer noch recht authentisch, danke, bodenmässig und ja, fast liebenswert geblieben. Wieso ist das? Keine Ahnung, ist mein Charakter. Hä? Ist mein Charakter. Wieso soll ich mich verstellen für etwas, was ich nicht bin? Was wolltest denn du mal werden? Ich weiß auch nicht, zufrieden sein. Also, aber du kannst dir vorstellen, als DJ auch noch mit 60 oder mit 70 weiterzumachen? Vorstellen könnte ich mir, wenn ich das richtige Publikum habe, das mich will hören. Du, ich wünsche dir sehr viel Glück und alles Gute. Und merci, dass du noch ein bisschen weiter kannst durchheben, ist gut. Hey, Mr. Danos, nicht, dass es komisch. Alles gut. Ciao. Tschüss.